Freunde, willkommen zum nächsten Test. Heute im Test sind die Donnervögel Kaliber B dran. Wir haben hier 12 Stück in der Packung. Die Packung kostet, je nachdem wo ihr kauft, zwischen 4 und 8 Euro. Ist ein F3-Artikel. Dadurch, dass die Bienen oben einen Zerlegerknall haben, produziert wurden sie 2007. Und ja, dann würde ich mal sagen, schauen wir uns die Teile draußen mal an, wie die so sind. Bis gleich draußen zur Zündung. So, wir machen dann gleich weiter mit den Feuervögeln Kaliber B von Funke. Ein F3-Artikel und ja, würde ich mal sagen, schauen wir mal, wo die hinfliegen. Die fliegen nach oben. Die sollten nach oben fliegen. Aber durch den Wind ist halt immer das Problem. Die fliegen wahrscheinlich überall hin, nur nicht nach oben. Der Wind ist auch ganz schön stark. Ach, süß. Habe ich mir jetzt auch mehr vorgestellt. Ja, ich mir auch. Aber die haben noch mal eine grüne Basis. Ah, guck mal, hier gibt es Ringe. Naja, dadurch, dass es halt oben explodiert wird, muss es ja F3 sind. Das war ein bisschen besser. Vielleicht haben wir beim ersten auch den nicht erwischt. So, wir machen mal noch 3 Stück. Ich wollte gerade sagen. Ja, der war besser. Also der erste war nicht so gut, die anderen zwei waren gut. Und ich finde das ja auch nicht mal so schlecht mit dem grünen Aufstieg da nochmal. Nur nicht so ein Dunkel dran. Ja, wo ist ein noch? Ich muss sagen, die lohnen sich, die Teile. Kosten so um die 5 Euro, je nachdem, wo ihr halt bekommt. Aber ansonsten. Ich mag die Dinger. Oh. Ah, umso tiefer, umso lauter. Gut, Freunde.